Hallo, hier sind Hendrik und Sarah von Zierschildkröte.de und Hendrik hat wieder eine schöne Frage rausgesucht. Was ist heute Thema? Heute geht es um eine Mississippi-Höckerschildkröte. Tach, ich habe eine männliche Mississippi-Höckerschildkröte. Sie benimmt sich jetzt sehr seltsam. Er kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Wir haben ein Aquarium mit Landebene, die mit Kies und Sand befüllt ist. Die Schildi macht tagsüber ständig, manchmal alle 5 Minuten, hoch, gräbt wie wild, haut sich Sand drüber und geht ins Wasser. Wir wissen nicht warum. Hat sie sonst nie gemacht. Vielleicht kann uns hier jemand weiterhelfen. Viele Grüße, Alistair. Also, ich glaube nicht, dass das ein Männchen ist, sondern ich bin eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass das ein Weibchen ist, was auf der Suche nach einem Eiablageplatz ist. Und so wie das klingt, ist sie nicht ganz zufrieden mit dem Eiablageplatz. Wir hatten mal ein Video zum Thema, ab wann legt meine Wasserschildkröte Eier? Da habe ich auch so ein bisschen was über Eiablageplätze erzählt. Und da könntest du mal reingucken, da gibt es ein paar Informationen dazu. Außerdem gibt es natürlich noch ein Video zur Geschlechtsbestimmung bei Höckerschildkröten. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Die Männchen haben quasi ein fünftes Bein, die haben so einen Schwanz, der da hinten rauskommt. Und die Weibchen haben so einen kurzen Schwanz. Sicher, die Kloake, man sagt, so landläufig, die Weibchen ist die Kloake unterm Panzer und beim Männchen guckt sie weit draußen drunter her. Es ist aber schon so, dass beim Weibchen auch schon mal so ein bisschen, aber nur, also wirklich nur so ein bisschen, jetzt nicht 10 cm, sondern so in Nähe des Panzerrandes oder ein bisschen dahinter die Kloake sein kann. Das ist dann trotzdem ein Weibchen. Und dieses hier klingt mir doch sehr danach, als wäre das ein Weibchen, was einen Eiablageplatz sucht. Bei Höckerschildkröten immer noch auch eindeutiges Zeichen die Größe. Wenn das Tier mehr als 12 cm hat, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass das ein Weibchen ist. Ja. Also in so einem Fall hätte es geholfen, nochmal ein Bild mitzuschicken, dann hätte man es ganz klar sagen können. Aber die Indizien sprechen hier doch, glaube ich, auch ganz eindeutig dafür, dass das ein Weibchen ist, das auf der Suche nach einem anständigen Eiablageplatz ist. Gut. Damit ist die Frage, glaube ich, beantwortet. Wie gesagt, die Videos zur Geschlechtsbestimmung und zur Eiablage verlinken wir nochmal. Geschlechtsbestimmung, Eiablage. Das haben wir jetzt hier verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal genauer angucken, dann sollte es geklärt sein. Wenn nicht, dann hinterlasst nochmal einen Kommentar hier unter dem Video. Schauen wir uns das gerne nochmal an, beantworten die Fragen und ansonsten sehen wir uns in einem Monat wieder hier zur nächsten Frage. Gut, alles Gute, auch privat. Tschüss.